So, Chefcoach Peter Vollmann und Torwarttrainer Stefan Caro haben wir euch bei Hansa TV ja bereits vorgestellt. Bleibt der Dritte im Bunde, unser Co-Trainer. Herzlich willkommen auf dem heißen Stuhl, Uwe Ehlers. Schönen guten Abend, hallo. Uwe, Münsterspiel, 3 Punkte, kein Diskussionsbedarf, alles gut. Kann man die anderen 3 Spiele, Erfurt, Kiel, Wiesbaden, so zusammenfassen? Wir haben nicht gewonnen, weil wir unsere Chancen vorne nicht gemacht haben. Das ist sicherlich ein Punkt, dass man das so bewerten kann, weil wenn man die 3 Spiele sieht, wir hatten in Kiel eine Riesenmöglichkeit, wo wir hätten 1-0 in Führung gehen können. Wir hätten gegen Wien Wiesbaden zu Hause in der ersten Halbzeit, gerade in den ersten 20, 30 Minuten, 1-2 Tore schießen müssen. Und das haben wir nicht gemacht und sind deshalb immer wieder in Rückstand geraten. Und es ist natürlich immer einfacher, mit einer Führung im Rücken zu spielen. Und dann fällt vieles leichter, als wenn man dann den Spielen immer hinterherläuft. Nun hat man halt gesehen, dass die Mannschaft dann phasenweise verkrampft, nicht mehr so befreit aufspielt. Und ja, gegen Erfurt haben wir es noch hingekriegt, einen Ausgleich zu machen. Aber in den anderen Spielen ist uns dann nach vorne gerade nicht mehr so viel gelungen. Und dann waren wir zu hektisch. Ja, man kann den Jungs nicht mal einen Vorwurf machen, dass sie es nicht wollten. Aber in der einen oder anderen Situation haben wir dann die falsche Entscheidung getroffen, gerade vorm Tor. Und ja, die Punkte sind jetzt weg. Man so jetzt eben sagt, diese 4 Spiele, 4 Punkte. Ist das so, dass die Stimmung sich jetzt schon verändert im Gegensatz zu vor der Saison? Wird es schon so ein bisschen unruhig oder bleibt das noch alles relativ moderat, sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam? Also eigentlich ist die Stimmung noch relativ moderat. Wir wissen ja, dass jetzt nicht alles schlecht war in den Spielen und dass wir jetzt nicht irgendwie gnadenlos runtergegangen sind und dass wir viele Sachen falsch gemacht haben. Das sind im Prinzip Kleinigkeiten, die Spiele gegen uns entschieden haben, an denen wir selber schuld waren. Und da müssen wir halt immer weiter dran arbeiten. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie in Panik verfallen. Wir arbeiten von Woche für Woche weiter, versuchen diese Dinge im Training zu trainieren und dass wir sie dann am Wochenende dann abstellen. Und möglichst jetzt am Wochenende in Regensburg dann wieder Punkte einfahren. Richtig. Kommen wir mal ganz auf den Anfang zurück deiner Karriere. 1981, als 6-jähriger Knirps, bist du zum FC Hansa Rostock gekommen. Heute, 33 Jahre später, bist du Co-Trainer. Eigentlich eine sehr schöne Geschichte, auch Verbundenheit zu einem Verein zu zeigen. Aber diese Verbundenheit, die hast du ja eigentlich durch den Vater schon fast mit in die Wiege gelegt gekriegt. Ja, es war so, dass mein Vater ja damals schon Nachwuchstrainer war hier bei Hansa, selber auch gespielt hat in dem Verein und auch schon jahrelang, ich glaube, er ist jetzt 50 Jahre Mitglied auch in dem Verein. Und der hat mich natürlich, als ich ein kleiner Knirps war, dann schon immer mit zum Training geschleppt und ich bin dann immer nebenbei hergelaufen. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, selber Fußball zu spielen hier im Verein. Und ja, das habe ich dann hier so meinen Weg gemacht. Ich bin hier 20 Jahre in dem Verein gespielt, alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Und ja, bin jetzt letztendlich nach einer 10-jährigen Pause dann wieder zurück nach Rostock gekommen. Dein Vater war ja auch lange Zeit Internatsleiter. Jetzt ist er im Ruhestand. Wie geht's ihm so? Genießt er den Ruhestand oder wird er am liebsten doch schon noch mal ab und zu wieder einsteigen hier? Nee, ich glaube, er genießt jetzt so sein Rentenerleben. Wir haben ja auch so ein kleines Wochenendhaus am Saaler Bodden. Und da sind sie im Prinzip den ganzen Sommer mal draußen, wo er ein bisschen Boot fahren kann und sich da in seinem Garten beschäftigen kann. Das macht ihm, glaube ich, viel Spaß. Der Fußball fehlt ihm schon, das merkt man schon, dass er dann immer noch mit Herz und oder mit Leib und Seele dabei ist, gerade wenn seine Enkelkinder spielen, dass er dann auch möglichst viele Spiele dann gucken will. Und klar, ihn interessiert immer noch, was rund um Hansa passiert und wie es den Kollegen geht und wie es dem geht. Und da fragt er halt schon immer nach. In Rostock hast du ja alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen, hast auch die Glanzzeiten in der Bundesliga so miterlebt. Warst Nationalspieler, also 19 U21-Einsätze und 2 A-Länderspieler, aber A2-Nationalspieler. A2, ja. Was ist diese A2-Nationalmannschaft? Das wurde damals so eingeführt, das war so eine Zwischennationalmannschaft, die nach der U21 kam, weil da viele, die 23, 24 waren, noch nicht direkt den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft haben. Hat der DFB damals so eine Mannschaft aufgemacht, so ein Zwischenteam. Früher zu DDR-Zeiten hieß das, glaube ich, Olympiateam oder irgendwie. Ja, und ich hatte dann in der U21 habe ich meine Länderspiele gemacht und das war dann im Prinzip so ein fließender Übergang. Und damals als junger Spieler, der dann regelmäßig in der Bundesliga gespielt hat,
war es im Prinzip, warst du immer im Prinzip im Fokus der DFB-Sichter und der ganzen DFB-Trainer und dann bin ich da halt auch mit reingerutscht. Hab dann ein gutes Spiel gemacht, wir haben zweimal gegen Frankreich gespielt. Im zweiten Spiel habe ich dann beschissen gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann war es das im Prinzip in dem, mit der A2 dann auch für mich. Ja, hatte mich dann kurzzeitig später dann auch verletzt, wo ich eine gewisse Zeit ausgefallen war und die Mannschaft haben sie dann irgendwann, glaube ich, auch wieder aufgelöst und von daher. Also deine beiden Spiele waren die beiden gegen Frankreich, ja? Das waren zwei Spiele gegen Frankreich. Weil das erste haben wir 3-1 verloren, das zweite 2-1 gewonnen. Wenn du sagst, genau. Im zweiten hast du gespielt und gewonnen. Ja, nee, da habe ich trotz des Sieges habe ich nicht so gut gespielt, was ja mal vorkommen kann. Und, ja, ist halt so gelaufen. Aber ob nur U21-Spiele oder A-Nationalspiele, das sind doch so Erlebnisse und Ereignisse, von denen man zehrt und an die man sich eigentlich gerne zurückerinnert, ne? Ja, das war natürlich eine Riesenauszeichnung damals für die DFB-Nationalmannschaft, gerade für die U21 zu spielen und dann in jungen Jahren mit Leuten wie Michael Ballack und Alexander Zickler, Lars Ricken, Christian Herrlinger, die ja alle irgendwie gestandene Profis damals schon bei Bayern waren, mit denen dann zusammen irgendwie Länderspiele machen zu dürfen, das war schon eine tolle Sache. Vor allen Dingen, du lernst natürlich Sachen kennen, die du so in deinem normalen Heimatverein nicht so kennenlernst, weil du permanent im Ausland unterwegs bist und da dir ganz neue Sachen eröffnet werden und andere Länder kennenlernst. Und es war ja nicht immer so, dass wir nur Fußball gespielt haben. Wir haben dann auch immer so ein Rahmenprogramm gehabt, wo man dann auch viel gesehen hat und viel mitgenommen hat. Und man ist, glaube ich, mit den Länderspielen, man ist immer parallel mit der richtigen Nationalmannschaft gewesen, sodass man die auch immer gesprochen und kennengelernt hat und sich was abgucken konnte, so? Ja, gesprochen eher weniger, aber wir sind permanent mit denen zusammen geflogen, also waren mit denen im gleichen Hotel, konnten denen dann auch beim Training zugucken und haben da so gewisse Abläufe dann auch mitgekriegt und damals waren das ja unsere Idole und die dann auch mal so live und hautnah zu erleben, das war natürlich schon eine interessante Geschichte. 29. Mai 99, 34. Spieltag Bochum, Ergebnis ist hinlänglich bekannt. Ich habe mir die Spielstatistiken nochmal angeguckt. 67. Minute, Uwe Ehlers ausgewechselt. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 1-0 für die Guten. Ja, und dann ging es aber richtig ab. Hast du das noch so, wie hast du dieses Spiel erlebt von der Bank aus? Diese emotionalen Momente da? Ja, das war so, dass ich in dem Spiel im Mittelfeld spielen musste und Zacher, unser Trainer, der hat mir mit auf den Weg gegeben, ich soll den Bastürk, das war damals der Mittelfeldmotor von Bochum, der kleine Türke, dem sollte ich permanent hinterherjagen und der hat mich da 60, 70 Minuten über den Platz gezogen, so dass ich dann völlig entkräftet ausgewechselt wurde. Und ja, stand zu der Zeit 1-0. Ja, bin dann rausgegangen und auf einmal drehte sich das Spiel und wir haben halt im Prinzip alle auf der Bank gesessen. Das kann doch nicht wahr sein und die Dramatik kennen ja alle, wie das dann im Prinzip abgelaufen ist. Umso schöner war es dann, dass wir das Spiel noch gedreht haben und letztendlich, ja im Prinzip ist das ja ein historisches Spiel für Hansa, von dem die Leute immer noch reden und zerren und es ist eine schöne Sache gewesen. Und du bist dabei gewesen, genau. Nachdem wir aber in Bochum da die Klasse gehalten haben, kam dann nach 18 Jahren der Abschied von der Kogge und du bist zu 1860 München gewechselt. Warum das war ein Jahr später. Wir haben ein Jahr später haben wir am letzten Spieltag gegen Schalke dann auch nochmal die Klasse gehalten. Ja, und mein Vertrag lief aus und ich war 25 Jahre alt und war 20 Jahre in dem Verein und irgendwann habe ich dann zwei, drei Angebote aus der Bundesliga gehabt und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich will für mich jetzt nochmal was anderes erleben und habe mich dann für München entschieden, weil ich auch mit den Verantwortlichen aus München dann gute Gespräche hatte und die hatten sich damals für die Qualifikation in die Champions League hatten sie sich qualifiziert, sie sind Vierter in der Bundesliga damals gewesen. Das war natürlich für mich als junger Spieler eine reizvolle Geschichte. Und dann bin ich halt 3 Jahre nach München gegangen. Und hast dann mit so einer Größe wie Icke Hässler zusammengespielt. Hat er noch so den Glanz und die Brillanz der Jahre davor gehabt? Weil er war schon ein bisschen älter ja da. Ja, das war die absolute Symbolfigur. Also, wo der hinkam, das war immer nur Icke. Das war irgendwie totaler Kult damals in Deutschland. Da konnte er nicht vor die Tür gehen, ohne irgendwie erkannt zu werden. Aber es war schon eine schöne Geschichte, dann Europapokal zu spielen, Champions League das mal alles so mitzunehmen oder so mitzuerleben. Und natürlich, klar, mit solchen Leuten dann auch wie ihm und Davor Šuker kam dann ein Jahr später noch nach,
nach München mit denen dann nochmal zusammenzuspielen. Das war schon eine tolle Geschichte. Und die halt auch persönlich kennenzulernen und dann mit denen dann auch mal wegzugehen, feiern zu gehen oder die dann auch mal privat zu erleben. Das war schon eine gute Zeit. Bei Ike Hässler habe ich jetzt gerade gelesen, hat einen Einjahresvertrag in der iranischen Pro League unterschrieben. Und iranischer Fußball ist ja so ein ganz schönes Abenteuer. Wäre das auch was für dich? Was jetzt in dem Alter hat er das noch? Ja, ich habe jetzt gerade, hat er im Juni einen Einjahresvertrag, Co-Trainer iranische Pro League. Ach so, Co-Trainer, ja. Mhm. Ja, man soll nie sagen, ne? Also, das ist das Einzige, was ich ganz gerne als Fußballer noch mal gemacht hätte. Ich wäre schon ganz gerne mal ein Jahr im Ausland gewesen, weil ich glaube, das bringt einen unheimlich weit, mal so eine Erfahrung zu machen. Es ist leider nicht so gewesen, dass damals entsprechende Angebote aus den interessanten Ländern da waren. Aber wenn er das möchte, dann soll er gerne in den Iran gehen. Also wünsche ich ihm viel Glück und viel Spaß. Ich glaube, das ist da nicht so einfach, das Leben. Das glaube ich auch. Dein bestes Spiel für 1860 München soll ein Testspiel gewesen sein, laut Insider-Informationen. Gegen Thierry Henry hast du auf sehr hohem Niveau da gespielt. Ich konnte aber nicht finden, welches Spiel, irgendwie 3-3 könnte das ausgegangen sein, stimmt das? Ja, da haben wir in Salzburg ein Vorbereitungsspiel gehabt. Das war direkt, glaube ich, nach der Sommervorbereitung, eine Woche vom Punktspielstart, haben wir dann gegen Arsenal London damals gespielt. Das war damals auch die Übertruppe, wo dann die gespickt mit Stars waren. Und da musste ich halt gegen Thierry Henry spielen. Ja, und habe dann ein ganz gutes Spiel gemacht. Es hat viel Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Und ja, ich glaube, wir haben 3-3 gespielt. Und in dem Spiel habe ich ganz gut ausgesehen. Ja. Schön. Du warst 99 bis 2003 in München. Von 99 bis 2003 war auch noch ein anderer Spieler genau in München, und zwar Martin Max. Und der ist 2003 dann nach Rostock gewechselt. Und wenn ich jetzt mir überlege, ihr habt genau die gleiche Zeit da gespielt, er ist dann nach Rostock gewechselt. Wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, müsstest du da auch deine Hände mit im Spiel gehabt haben. Nein, ganz und gar nicht. Das war damals so, er hat mich natürlich gefragt, als er die Angebote hat, wie das in Rostock ist. Und die konnte ich ihm ja nur wärmsten empfehlen, weil die Bedingungen mit dem neuen Stadion, das damals gerade gebaut wurde, und die waren ja schon Bundesliga-reif, und das Leben hier ist ja sowieso gerade im Sommer von der Lebensqualität sehr hoch, und da habe ich ihm das natürlich schon ein bisschen schmackhaft geredet. Aber es war dann halt so, dass unsere Verträge da beide ausliefen, und der damalige Trainer Falko Götze hatte gesagt, alle Verträge, die auslaufen von allen Spielern, die werden nicht verlängert, und die haben dann halt einen radikalen Schnitter gemacht, und er ist halt nach München gegangen. Nach Rostock gegangen. Ja, mich hat es nicht ganz so gut getroffen. Ich bin dann nach Augsburg in die dritte Liga gegangen. Und so ist das dann halt damals gekommen. Und über Augsburg dann nach Aue. Und wo wir dann ja bei Jockels Ansage schon waren, wenn man nach Aue reinfährt, dann fragt man sich, wo ist hier die Stadt? Gerade wenn man vorher in München ein paar Jahre gelebt hat. Ja, wenn du da einen Stadtbummel machst, dann bist du in 2 Minuten durch. Ne? Also da gehst du ja immer 100 Meter die Straße rauf und runter, und dann hast du da alles gesehen im Prinzip. Ja, das war auch eigentlich eine sehr schöne Zeit, in Aue Fußball zu spielen, weil die ganze Stadt, die stand auch hinter dem Verein, hinter der Mannschaft. Und wir hatten auch eine Mannschaft, die völlig intakt war. Wir hatten auch keine diese Überspieler. Das war eine richtig homogene Truppe. Und wir hatten zur damaligen Zeit mit der Mannschaft auch richtig guten Erfolg. Haben immer ganz souverän damals die zweite Liga gehalten, was für Aue ja nicht selbstverständlich ist. Und es waren 2,5 schöne Jahre. Was mich immer wieder überrascht an so einer Mannschaft wie Aue, dass die mit solch geringen Mitteln immer sich jahrelang im Profifußball halten können. Ja, sie sind halt immer viel über den Teamgeist gekommen. Das war dem Gerd Schädlich, der damals Trainer war, das war dem halt auch immer sehr wichtig. Und das war ihm, glaube ich, am wichtigsten, wie die Jungs und die Spieler, die er verpflichtet, dann auch charakterlich in die Mannschaft passen. Und da hat er eigentlich immer ein ganz gutes Händchen gehabt, dass das so ganz gut zusammengepasst hat. In Aue bist du dann auf Jockel ja getroffen, und wenn man so die Lebensläufe verfolgt, müsst ihr ja eigentlich da ein paar Jahre zusammen Fußball gespielt haben. Das war gar nicht so lange. Ich glaube, das waren nur 1 oder 2 Jahre, und dann ist Jockel ja nach Rostock gewechselt und ich bin dann noch da geblieben. Er war damals ja noch ein ganz junger Bursche, der irgendwie aus der Amateurmannschaft, der zweiten Mannschaft dann hochgekommen ist und der mit viel Talent da angekommen ist. Er hatte natürlich auch immer einen schweren Stand, weil er auch einen guten Torwart vor sich hatte, der dann auch immer noch gut gehalten hat und er da halt immer dann auch irgendwie ein bisschen hinten anstand. Von Aue
dann noch zu einer Station Osnabrück und dann Trainer, so ein Heißmacher-Typ wie den Pele Wollitz. So, du bist ja nun ein grundverschiedener Typ. Hat das trotzdem gepasst? Ja, ich habe ja wenig gespielt in Osnabrück. Da habe ich, glaube ich, nur 2 Spiele gemacht in 2 Jahren. Das war so ein kleines Missverständnis zwischen uns beiden, zwischen Pele Wollitz und mir. Wir hatten eigentlich so ein ganz gutes Verhältnis, also professionelles Verhältnis, würde ich mal sagen. Aber so richtig hat er sich nicht rangetraut. Er hatte damals seine Stammformation in der Innenverteidigung und die hat er kaum gewechselt. Von daher war es für mich schwer, da richtig Fuß zu fassen. Und ich konnte im Prinzip auch machen, was ich wollte. Ich habe da nie so richtig einen Fuß reingekriegt in die Mannschaft. Das habe ich dann so angenommen, habe dann versucht, meine Lehren daraus zu ziehen, habe auch in der Zeit viel gelernt für mich, das so auch mal ein paar negative Seiten kennenzulernen, die auch nicht immer einfach waren, wo man sich dann im Prinzip auch seine Gedanken macht, ob das jetzt alles noch Sinn macht oder nicht. Und ja, nach den 2 Jahren war dann klar, dass es in Osnabrück dann zu Ende geht. Und das war dann auch so im Plan. Ich war dann 34 Jahre alt oder 33 Jahre alt. Mein Sohn kam in die 5. Klasse und dann hat zum Glück Hansa wieder angerufen, damals Axel Riethentiet, der Trainer der 2. Mannschaft, ob ich mir nicht vorstellen könnte, im Regionalliga-Team zu spielen und da ein älterer Spieler sein, der die Jungen ein bisschen führt. Und da habe ich das natürlich gemacht, weil wir sowieso irgendwann nach Rostock zurück wollten. Und das hat natürlich ganz gut gepasst und war in dem Moment ein perfekter Übergang, würde ich mal sagen. Osnabrück im späteren Jahr noch so ein schwarzes Kapitel, auch in der Zeit, wo du da bist, mit dem Chichon. Da, wenn man das so, also ich habe mir nochmal den Wortlaut rausgeholt, 17.04.2009, Thomas Chichon ruft nicht die volle Leistungsbereitschaft im Spiel gegen Augsburg ab und Osnabrück verliert 0:3. Er hat ein Geständnis ja abgelegt, deswegen können wir auch drüber sprechen, 9 Monate auf Bewährung. Aber es muss doch schockierend sein, wenn man im Nachhinein mitkriegt, dass ein Mitspieler in so einen Wettskandal verstrickt war. Ja, im Prinzip ist es einfach nur traurig. Ne? Und man fühlt sich da als Spieler dann auch irgendwie betrogen. Und gerade, dass dann so ein Spieler, der dann zu der Zeit auch immer nicht gut gespielt hat, wo dann die Spiele auch verloren gingen und der dann auf deiner Position spielt, der dann trotzdem immer weiter spielt, das ist ja dann so dieses, was dich dann als Spieler irgendwo auch anfrisst und dann auch zum Nachdenken überlegt, ob es Sinn macht oder nicht. Und wenn du sowas im Nachhinein dann hörst, ist das umso ärgerlicher. Weil eigentlich kann man es nicht verstehen, dass man sowas macht. Gut. Aber auch Schwamm drüber über diese Osnabrücker Zeit, du hast schon gesagt, danach dann hier wieder als Führungsspieler für die Amateure geholt. Aber dann 13 Spiele, Kreuzbandriss, Karriereende. Hast du da nochmal überlegt, nochmal so ein Comeback zu starten? Oder war für dich da gleich klar, nee, jetzt ist Feierabend? Ja, eigentlich habe ich direkt auf dem Platz, wo es passiert ist, dann auch in Aue passiert beim Vorbereitungsspiel. Da haben wir dann gegen, so wie das Schicksal denn so will, habe ich schon gemerkt, dass das Knie kaputt ist und dass es das jetzt war mit der Fußballkarriere. Im Nachhinein war es auch ein glücklicher Umstand, weil ich dadurch dann so diese Trainerschiene eingeschlagen habe, weil ich dann 2 Jahre bei Axel Riethentiet als Co-Trainer mitmachen konnte. Ich hatte ja noch Vertrag bei Hansa und habe die Zeit dann halt genutzt, meine Trainerscheine zu machen und konnte bei ihm so mitlaufen, konnte gucken, ob das was für mich ist, ob mir das Spaß macht, ob das bei den Jungs ankommt oder bei den Spielern ankommt. Und ja, so bin ich im Prinzip dazu gekommen, Trainer zu werden. Wenn man jetzt das Thema Kreuzbandriss, gestern ja für uns jetzt aktuell die Hiobsbotschaft, dass Sherwin Rajabalifadi einen Kreuzbandriss hat, wieder im rechten Knie. Und du kannst es ja so ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, im Moment kann den Jungen nichts trösten, oder? Nein, das ist natürlich eine niederschmetternde Diagnose, gerade wenn das kaputte Knie schon war, wo er den Kreuzbandriss schon mal hatte. Und das ist natürlich immer eine unheimlich lange Zeit, bis du dann operiert bist, bis du die ganze Reha-Phase wieder gemacht hast, bis du wieder richtig fit bist. Das dauert ja fast schon ein Dreivierteljahr bis ein Jahr. Und ja, das ist für so einen jungen Spieler, gerade wenn du 23, 24 Jahre alt bist, das ist eine unheimlich harte Zeit, weil du ja im Prinzip voll im Saft gestanden hast und im Prinzip ja deine Karriere irgendwie vorantreiben willst. Und dann passiert dir sowas. Also wünsche mir aber viel Kraft. Ich weiß auch genau, dass er wiederkommt, weil das ist ein ehrgeiziger Spieler, der uns natürlich im Moment auch fehlt auf dieser Position. Aber ich glaube, dass der auch gesund und fit wiederkommt. Ist das so, dass man sich ab jetzt sofort auch Gedanken macht, wir suchen vielleicht noch einen auf der Position oder analysiert man das erstmal in Ruhe und sagt, nee, wir haben jetzt unseren Kader und Geld ist ja sowieso nicht da, wir ziehen das jetzt so weiter durch? Klar sind die Überlegungen da, dann noch einen Spieler zu verpflichten, weil man ja auch weiß, dass der relativ lange ausfällt.
Und wenn das noch zwei, drei anderen Spielern passiert, unser Kader ist ja auch nicht dermaßen groß, dass wir da auf jeden oder dass wir da an Qualität so zurückgreifen können, dass wir da jeden doppelt und dreifach ersetzen können auf jeder Position. Aber das wird Peter Vollmann sich seine Gedanken machen, da macht sich der Verein seine Gedanken. Und wenn dann der Zeitpunkt da ist, dann muss man halt da die richtigen Schlüsse ziehen. Wobei das im Moment, glaube ich, relativ schwierig ist, noch gute Spieler zu verpflichten. Ich denke, die guten sind jetzt alle schon weg vom Markt. Und dass man dann vielleicht in der Winterpause noch irgendwie eine Verstärkung dann holt. Aber hier an dieser Stelle eben gute Besserung an Sherwin, wenn du hier zuschaust. Na, also wir hoffen, dass du baldmöglichst wieder mit an Bord bist. Du hast gesagt, Co-Trainer bei den Amateuren unter Riete. Und ich habe ein Zitat von Riete auch aus dieser Zeit. Wir waren bei den Aufstellungen eigentlich immer einer Meinung. Nur einmal hat Uwe gesagt, nee, Riete, das würde ich anders machen. Da sagte ich, Riete, okay, wir machen so, wie du das denkst, aber wenn wir verlieren, bist du schuld. Naja, wir haben dann gewonnen. Erinnerst du dich an das Spiel? Nee, ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Spiel er meint, aber wir hatten halt immer ein ganz gutes Verhältnis und wir haben viel diskutiert über die Aufstellung und jeder hat da seine Meinung geäußert und so ist es jetzt im Prinzip auch. Und er hat das damals so angenommen, es hat geklappt und wir haben mit ihm zusammen in der zweiten Mannschaft auch eine ganz erfolgreiche Zeit gehabt damals. Und Oberligameister, ne? Oberligameister, wir haben die Klasse dann noch gehalten in der Regionalliga, mussten dann ja zwangsabsteigen im Prinzip. Und das hat ganz gut funktioniert mit uns beiden. Nachdem du da Co-Trainer warst, dann war ja noch eine Weile, warst du ja im Jugendbereich tätig, also für den Landesfußballverband, Betreuung von Landesauswahlen, Vorträge in Schulen, C-Junioren trainiert. Und wenn du das so vergleichst, so dieser Jugend- und Landesfußballverband oder Erwachsenenfußball, ist das beides schön oder gibt es da so, dass du sagst, nee, also Erwachsenenfußball ist doch eher so mein Ding jetzt? Nein, die Jugend zu trainieren, das hat auch Spaß gemacht. So wollte ich das auch erstmal dann machen, weil ich bin ja dann derjenige gewesen, der dann erst zum ersten Mal alleine eine Mannschaft auch trainiert hat, wo ich dann der Cheftrainer im Prinzip war. Und man geht dann doch anders an die Sache ran. Und von daher wollte ich erstmal im Jugendbereich anfangen, um gewisse Sachen auch zu lernen und dann auch mal den einen oder anderen Fehler machen zu können, auch als Trainer, weil in der Jugend, die verzeihen dir das oder die kriegen das vielleicht auch gar nicht so mit, dass dann irgendwie eine Trainingseinheit scheiße war, wo nichts funktioniert hat oder irgendwie. Und von daher wollte ich mir die Zeit dann auch schon geben. Und die zwei Jahre waren unheimlich lehrreich. Ich war zwar auch viel unterwegs, aber die haben mir sehr viel oder haben mich sehr viel weitergebracht in dem ganzen Trainerwesen, in dem ganzen Trainerdasein. Und im Prinzip für mich auch gewisse Sachen auszuprobieren. Und dass das jetzt so gekommen ist, dass ich Co-Trainer bin, ja, das ist im Prinzip jetzt der nächste Schritt, den ich dann gemacht habe. Und jeden, den man fragt, der sagt, alle Teams, die Uwe betreut oder mitbetreut hat, die waren topfit. Er gilt so als der heimliche Felix Magath. Hast du das von Werner Lorand gelernt bei 1860 oder ist das nur so ein Gerücht, dass du schon sehr viel Wert auf Kondition legst? Das ist ja nicht nur Kondition. Fußball ist nun mal ein Laufspiel und da muss man halt auch laufen können, wenn man erfolgreich sein will. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für jeden Spieler. Und deshalb gehört das einfach mit dazu. Und ich mache aber jetzt nichts oder wir machen jetzt nichts Übertriebenes mit den Jungs, so dass die jetzt vor Krämpfen kaum noch mehr laufen können. Das ist alles im Rahmen. Um besser zu werden in gewissen Bereichen, muss man halt auch hart trainieren. Ne? Und das ist im Prinzip, was die Sportart so mitbringt. Du bist aber auch berüchtigt für Stabilisierungsübungen. Ja, das ist ja eine so eine Sache, die dann wirklich auch dazugehört, dass man dann auch nicht im Zweikampf umfällt, sondern dass man auch mal dagegenhalten kann. Aber es ist schon interessant, wie sich so im Laufe der Zeit auch die Einstellung dazu wandeln kannst, weil es gibt auch so ehemalige Jugendmitstreiter, die gesagt haben, naja, als Jugendspieler, da ist er auch nicht unbedingt einen Meter mehr gelaufen. Ich soll mal jetzt das Wort Cooper-Test so in den Raum werfen. Ja, das ist wahrscheinlich so, jetzt bin ich so, weil ich selber gemerkt habe, wie scheiße das ist, wenn dir die Gegenspieler immer weglaufen. Weil ich konnte früher als Kind, war ich auch immer so, im Ausdauerbereich war ich immer eine Niete, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat mich dann immer angekotzt, wenn dann einige schneller waren und ich da rumgejapst habe. Das hat sich mit der Zeit dann, als ich dann Profi wurde, hat sich das dann gegeben. Ich habe dann auch alleine viel trainiert in dem Bereich und deshalb
habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist für die Spieler. Gut, wenn man dann solche Lehren draus zieht. Hast ja ohnehin eine sehr sportliche Familie. Deine Frau, ehemalige Handballerin. Die Jungs, hast du schon gesagt, spielen auch in der Nachwuchsakademie. Deine Tochter macht Leichtathletik. Und noch eine Frage auch von gestern von einem unserer größten Ammer-Fans, dem Günni, der gesagt hat, kann sich Uwe Ehlers vorstellen, dass einer seiner Söhne in seine Fußstapfen tritt? Vorstellen kann ich mir das natürlich, aber das müssen meine Jungs ganz alleine entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen, und sie müssen den Weg ganz alleine gehen. Ich kann ihnen hier und da mal einen Tipp geben, was ich auch mache, aber im Prinzip kann ich ihnen auf dem Fußballplatz nicht helfen, und von daher müssen sie sich irgendwo selber helfen und müssen selber Woche für Woche hart trainieren, und das kann ich ihnen nicht abnehmen. Talent haben sie beide ein bisschen, aber was sie daraus machen, das entscheiden sie ganz alleine. Gut, wir werden... Für mich müssen sie keine Fußballprofis werden, also wenn sie ganz normal studieren oder einen anderen Beruf erlernen, ist das für mich genauso in Ordnung. Also ich lege da jetzt nicht so diesen Fokus drauf, dass ich die jetzt hindränge, das unbedingt machen zu müssen. Letztendlich spielen sie Fußball, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn sie da weitergehen möchten, dann müssen sie halt auch hart trainieren. Gut. Wir werden den Weg von den Jungs weiterverfolgen. Uwe, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, wo ja jeder gesagt hat, Mensch, Respekt, dass er das da macht. Ne? Ich hoffe, dass wir dann zukünftig ein paar mehr Siege zusammen feiern können als Niederlagen. Und dass du vielleicht bis zur Rente hier in Rostock dann bleibst, so wie es deinem Vater ergangen ist. Und mal schauen, vielleicht mit einem Erfolgserlebnis gegen Regensburg jetzt schon starten. Das wäre das Beste. Gut. Und auch an alle Zuschauer hier dann heute und alle Fans, die zahlreichen Gäste hier im Besitos. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid bei Hansa Intim Live Talk. Ahoi!